Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen RC-Video und heute geht es mal um den Dragstar Sledge. Wir sind in einem Skatepark, in dem ich vorher noch nie war und den Sledge, den müsste ich auf jeden Fall öfters fahren. Ich glaube, bisher war der nur einmal im Einsatz, falls ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall werde ich euch heute ein bisschen was über den erzählen, seine Vor- und Nachteile nennen. Und dabei werden wir hier noch geile Stunts machen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob er den Tag überleben wird. Freunde, lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr RC-Videos sehen wollt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine RC-Videos mehr zu verpassen. Machen wir den ersten Stunt. Ich habe es gerade eben schon über diese Rampe versucht. Leider war ich zu langsam und bin jedes Mal hier vorne aufgeklatscht. Also nehmen wir mal ein bisschen mehr Anlauf und dann sollte das klappen. Jawohl, easy geschafft. Habe ich so in der Form noch nie auf einem Skatepark gesehen, aber wirklich sehr schön. Als nächstes nehmen wir uns mal diesen Nippel hier vor. Habe ich so in der Form auch noch nie gesehen und mal gucken, ob wir da einen Backflip schaffen können. Wie sich das angehört hat. Ja. Oh, oh, Freunde, der ist ausgegangen, aber wisst ihr, was hier geil ist? Die Karo, die lässt sich so leicht abnehmen. Man muss hier einfach nur auf dieser Seite reindrücken, abnehmen. Ja, die Akkus sind hier abgegangen. Das ist ein Nachteil. Ich finde, das Akkufach ist hier zu klein, denn meine fetten Hardcase-Lipos, die passen hier nicht richtig rein. Und meine Stecker, die sind hier auch so locker. Deswegen werden die heute ab und zu mal abgehen. Wir machen den wieder an, die Karo drauf und hoffen mal, dass die Akkus heute nicht rausfliegen werden. Komm, ich mache noch mal ein, zwei Backflips. Jawohl, Backflip-tauglich ist er auf jeden Fall. Boah, ich würde so gerne mal mit Vollspeed über diese Rampe, aber das können wir leider nicht machen, denn da ist ein Schwimmbadgelände und wenn wir da hinten landen, ich glaube, da kriegen wir das Auto nur schwer wieder raus. Und wisst ihr, was ich auch noch mal gerne machen würde? Einfach so vom Zehner springen mit dem Auto oder mit dem Boot von mir aus. Das wäre so geil. Haben wir noch nie gemacht, wäre auf jeden Fall mal was Neues und müssen wir machen, oder was meint ihr? Naja, dann machen wir erstmal hier mit dieser schönen Station weiter. Mal gucken, was ich hier für Tricks raushauen kann. Let's go! Oh, oh Freunde! Ich denke, ihr könnt das hören. Also mein Sledge, der hat ein kleines Problem, würde ich sagen. Aber der hat es schon am Anfang des Videos nicht mehr so gesund angehört. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich schätze mal, das Ritzel ist das Problem. Oder vielleicht liegt es an der Bodenplatte. Die ist hier nämlich aus Metall und die ist ein bisschen verbogen. Denn die allerersten Sprünge, die wir mit dem gemacht haben, hat er nicht so gut überstanden. Das ist halt meiner Meinung nach ein ganz großer Nachteil vom Sledge. Aber ich habe auch von vielen gehört, dass sie dieses Problem nicht haben. Aber man muss auch dazu sagen, die machen nicht so heftige Stunts wie ich. Na, mal gucken, ob wir das Problem lösen können. Geht eigentlich noch, hä? Fahr einfach weiter. Ja, ich fahr einfach weiter. Das war natürlich nur ein Witz, Freunde. Ich meine, hört euch das mal nochmal an. Junge, der knattert wie ein V8, ey. Auf geht's zur mobilen Werkstatt. Hallo, mobile Werkstatt, ich bin hier. Wo fährst du denn hin? Ey, der haut einfach ab, ne? Das gibt's ja gar nicht. Ich habe so das Gefühl, der ist dem Problem nicht gewachsen. Freunde, wir haben das Ritzel jetzt mal hier rausgenommen und schaut euch das an. Es ist schlimmer als erwartet. Also ein paar Zähne hat er hier verloren. Und schaut euch das mal an, wo ich hier bin. Beim Zahndoktor. Folgender Plan, das haben wir jetzt nicht auf Lager, wir können das nicht wechseln, aber es fehlen ja nur an der einen Stelle ein paar Zähne. Ich denke mal, ein bisschen können wir damit noch rumfahren, oder was meinst du? Ja, die kannst du ja überspringen, die Zähne.
Kannst du eine Brücke bauen? Genau, bauen wir eine Brücke, Heidi. Alter, meine Kamerafrau ist nicht mehr da. Da machen wir das eben wie in alten Zeiten. Erstmal hier die Karo drauf und ich ziehe die GoPro auf den Kopf. Ja, und dann? Ja, dann brauche ich keine Kamerafrau mehr. Let's go! Oh, das hört sich nicht gut an. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen anstoßen. Oh yeah! Also vom Stand aus schafft er es nicht loszufahren. Man muss dem wirklich hier einen kleinen Kick geben. Let's go! Oh. Jawohl! Alter, was für ein Sound. Falls von euch jemand ein Soundmodul braucht, bei mir bekommt ihr es. Alter, was für ein geiler Sprung. Junge, wie er sich anhört. Es hört sich besser an als am Anfang. Schaut euch das jetzt mal an. Oh, ey, der fährt doch wie eine 1. Einfach traumhaft, dieses Soundmodul. Na, schaut euch das an. Da hat er meinen Sound gehört und dann hat er sich gewundert, was für ein Ding fahre ich hier? Und da war es nur ein Kacksledge, hä? Ich habe eine Idee. Ach, das hört sich gar nicht gut an, Mann. Ach du Scheiße, ich soll übers Dach ballern? Logo. Aber dann gehe ich auf die andere Seite, oder? Ja, Mann. Und du musst den anstoßen, wenn ich Gas gebe. Okay. Oh je, der Andreas hat Ideen, ey. Mal gucken, ob der heil ankommt, Alter. Oh, yeah. Oh. Oh, das hört sich nicht gut an. Vielleicht ist noch ein weiterer Zahn abgebrochen. Oh, jetzt ist, glaube ich, Game Over. Andi, ich brauche einen Zahnarzt. Ich schwing das weiße Hot, weiße Tune. Warum bist du denn... Oh. Alter, warte mal. Das gibt's doch nicht, ey. Man hat schon gehört, dass sie rausgefallen sind. Also hier an der Stelle fehlt wirklich schon eine Menge, aber ansonsten, da haben wir wieder ein paar. Da fehlt jeder zweite gefühlt. Ja, hätte schlimmer sein können, ne? Ja. Andi, darf ich deinen kurz fahren? Ja, klar. Oh, geil. Oh, Freunde, schaut euch das an. Der ist ein bisschen umgebaut, zeige ich euch gleich nochmal. Auf jeden Fall wird das jetzt seine erste Testfahrt. Also ich darf den entjungfern. Was für eine Ehre, Mann. Ja. Danke. Ich repariere ihn dann wieder, ne? Wow, der hört sich schon echt viel besser an. Ups. Na, das war so nicht geplant, du. Komm, ich gehe mal ganz kurz hier die Treppe runter. Und dann... Oh yeah. Komm, machen wir nochmal einen schönen Backflip hier über die Rampe. Oh, nee. Oh, perfekt. So muss das sein. Sehr schön. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Es ist schon echt schwer, bei dem hohen Gras diese eine Rampe zu treffen. Deswegen holen wir mal schnell eine zweite. Ich mache jetzt aus der Wiese eine Motocross-Strecke. Und zack. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Let's go. Oh yeah. Oh yeah. Backflip Monster. Und schau euch das mal an, wie wir hier die Wiese weggeballert haben. Wow, das war knapp. Und schon wieder, ey. Geil, Mann. Ja, Mann. Ey, wisst ihr was? Soll ich mal über mich fliegen? Ich glaube, wenn ich mich so hinstelle, sollte das passen. Na, wenn nicht, weiche ich einfach aus, ne? Oh, das war schon knapp, ey. Nochmal. Yeah. Also, Freunde, der Sledge, der ist nicht ganz original, wie ihr sehen könnt, weil die Querlenker sind zum Beispiel rot, hinten die Wheelie-Bars auch rot. Und schaut euch das mal an. Der hat hier auf der Metallplatte nochmal so eine Verstärkung als aus Kunststoff. Ich glaube, das ist wirklich sehr sinnvoll, weil, wie gesagt, bei mir hat sich die Platte unten verbogen. Deswegen im Großen und Ganzen, ich bin jetzt nicht so der Fan von dem Slash, obwohl es Spaß macht, ihn zu fahren. Aber mich stört zum Beispiel die Platte hier unten, die Metallplatte. Und zum anderen stört mich auch, dass das Akkufach eben so klein ist. Da kann man die größeren Akkus nicht reinmachen, wie ich euch vorhin schon gezeigt habe. Und deswegen würde ich persönlich zu einem anderen Fahrzeug greifen. Ist nur meine Meinung. Schlecht ist der Sledge auf jeden Fall nicht, aber ja, für mich gibt es bessere Alternativen. Ach komm, wir machen nochmal einen Stunt. Einer geht noch.
Wow, ich würde so gerne einen doppelten Backflip versuchen. Ich glaube, das würde er hier auch schaffen. Aber nee, ist nicht mein Sledge und ich will den nicht unnötig quälen. Was auf jeden Fall gut ist, dass er hier auch bei dem höheren Gras klarkommt. Ja, Mann, der lässt sich auch so schön in der Luft steuern. Also ein schlechtes Fahrzeug ist es wirklich nicht. Naja, das war's mit dem Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns. Peace. Hier, schaut euch noch zwei weitere Videos an. Und schaut gerne auch bei RC-Freunde Bayerwald vorbei. Die machen auch wirklich sehr schöne RC-Videos. Packe ich euch auch nochmal ein Video davon hier zu. Let's go. Ciao.